Hi. Bitte stört euch nicht am Ventilator da hinten, der läuft. Es ist relativ warm hier drin, vor allem durch die Leuchten und ich schwitze, weil ich schon Videos gedreht habe und ja, ohne das Ding würde ich, glaube ich, noch mehr schwitzen und das sieht ja nicht so gut aus. Heute geht es auf jeden Fall wieder um eine Diskussion und ich würde gerne über Schule reden, über die Schule und das Lesen und ob die Schule dem Lesen hilft oder dem eher behindert. Denn ich bin persönlich der Auffassung, dass sie eher die Leselust bei jungen Lesern verhindert. Denn dadurch, dass man halt in der Schule viele Klassiker lesen muss, viele Sachen, die schwer geschrieben sind, schwurbelig, wo man nicht versteht, worum es da eigentlich geht, bevor man nicht in der Klasse sitzt und das analysiert, werden, glaube ich, bei vielen jungen Lesern die Lust allgemein zum Lesen vertrieben. Weil sie müssen ja schon lesen für die Schule. Und wer hat dann Lust, neben dem, was sie für die Schule lesen und überhaupt nicht mögen, höchstwahrscheinlich die meisten, mit denen ich geredet habe, war es zum Beispiel so, und bei mir war es ja auch nicht anders, sehr wenig Lektüren, die ich in der Schule gelesen habe, mag ich bis heute oder mochte ich damals. Mit viel Glück 2, 3, mehr nicht. Und alles andere habe ich entweder nicht verstanden oder fand ich einfach nur nicht gut, zumindest vom Lesespaß her. Vielleicht ist die Message drin gut, aber wenn man das so schwer da durchkommt und keine Lust hat, bringt das einen letztendlich auch nichts. Ich bin trotzdem dafür natürlich, dass man Literatur in der Schule durchnimmt, dass man jungen Lesern wichtige Literatur beibringt. Aber kann man da vielleicht nicht sowas wie Hörbücher aufgeben? Oder kann man da nicht vielleicht ein paar Bücher auch mal rausnehmen, die einfach zu lesen sind, die einen Plot bieten, die die jungen Leser mehr interessiert und die trotzdem moralische Dinge drin haben oder wichtige literarische Komponenten, die man dann analysieren kann? Ich meine, ich habe schon von welchen gehört, die zum Beispiel Panem in der Schule gelesen haben oder so. Wieso kann man das nicht öfter machen? Ja, ich finde es wichtig, Goethe zu lesen, Schiller zu lesen. Wen haben wir da noch verschiedene andere Leute zu lesen? Shakespeare. Aber es gibt doch da draußen in der Literatur noch sehr viel mehr Autoren. Und man muss jetzt nicht Jugendbücher nehmen oder irgendwelche Trivialliteratur. Aber es gibt auch gute, intelligente Literatur, die einfacher zu lesen sind und die auch verständlicher für junge Leser sind. Ich meine, ist das so schwer? Kann man das nicht mal machen? Ein Buch wenigstens? Das verstehe ich nicht. Ich habe auf jeden Fall in meinen Notizen hier irgendwo geschrieben: Schule macht Lesespaß kaputt? Fragezeichen. Schwer lesbar, analysieren, alles zu Tode analysieren, langweilige Lektüre, Zwang und Druck. Das sind so die Stichpunkte, die mir dazu eingefallen sind. Selbst wenn du ein Buch gerne liest, was du für die Schule lesen musst, ist es ja so, dass du sie im Unterricht und dann auch nachher in Klausuren so zu Tode analysieren musst, dass du gar keinen Spaß mehr an diesem Buch hast, weil du dich so im Detail mit diesem Buch beschäftigen musst, dass es dir irgendwann zum Hals raushängt. Also es sind bestimmt ein halbes Jahr, was man sich mit einer Lektüre manchmal beschäftigt. Kommt auch noch darauf an, natürlich, ob man im LK ist oder im Grundkurs oder in welcher Schule man ist, welcher Stufe, welchem Landkreis, welchem Bundesstaat. Das habe ich gesucht. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja keine einheitlichen Vorgaben für alle Bundesstaaten, sondern wie jeder Bundesland. Bundesland. Mir fällt das Wort nicht ein. Aber jedes Bundesland entscheidet ja für sich, was die auf die Leselisten quasi packen. Und es kommen immer wieder dieselben Bücher oder ähnliche Bücher vor, klar, von denselben Autoren. Bertolt Brecht zum Beispiel kommt auch ganz oft vor. Was auch wichtig ist, aber kann man das nicht einmal auch mal mischen? Vor allem kritisch sehe ich halt diesen Zwang, diesen Druck. Ihr müsst dieses Buch in einem bestimmten Zeitraum lesen und es am besten verstehen und auch verstehen, was ich als Lehrer von euch will, was ihr da drin sehen müsst und es dann auch rausanalysieren kann. Was natürlich schwachsinnig ist, weil analysieren kannst du eigentlich alles und du kannst da alles rein interpretieren, soweit du willst. Aber wenn du zum Beispiel Abitur machst, hast du trotzdem so eine Tabelle,
was alles drin sein muss. Auch wenn du das komplett anders interpretierst, als es vorhergesehen ist, aber alles gut begründest, sollte das theoretisch auch valide sein und dir auch Punkte bringen. Aber so blöd unser Abitur auch zusammengeschrieben wurde, konzipiert wurde, zählt das nicht. Obwohl das valide ist, es ist doch gerade der Sinn einer Interpretation, einer Analyse, dass man da was rauszieht, was man selber drin sieht, solange man das gut begründet, passt es doch. Es ist natürlich jetzt nicht das, was der Autor unbedingt auch sagen wollte, weil dann können wir auch einfach den Autor fragen, ohne es zu analysieren, vorausgesetzt, er lebt noch. Aber es ist ja nicht so, dass die Schule oder das Bundesland festlegt, so musst du dieses Buch sehen, diese Informationen sind drin, das ist das Wichtige und nichts anderes und ihr dürft nichts anderes da drin sehen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Also jeder liest ein Buch anders, jeder sieht andere Dinge in diesem Buch. Und von Menschen zu verlangen, dass bestimmte Dinge wichtig sind und andere Dinge nicht, sortiert doch quasi die Menschen schon aus. Nur weil meine Freundin dasselbe rein interpretiert hat, wie die Leute, die das von ihr verlangen und dafür eine gute Note bekommt und ich was ganz anderes rein interpretiere und dafür eine schlechte Note bekomme, weil ich nicht das sage, was die Leute von mir erwarten, heißt das nicht, dass sie das besser gemacht hat und ich es schlechter gemacht habe. Ich habe nur was anderes drin gesehen. Bestes Beispiel ist, ich habe Literaturwissenschaft studiert, falls ihr das noch nicht wisst, in meinem Bachelor als Nebenfach. Und ich hatte da, ich glaube, ein Bertolt Brecht Seminar. Das war relativ am Anfang meines Studiums, ich glaube, zweites Semester. Und wir hatten einen Dozenten, der sehr strikt war, würde ich sagen, und uns alles vorgebetet hat, was er in diesen Büchern findet und was wir erkennen müssen und was wichtig ist. Und ich alleine dadurch, dass ich mir gemerkt habe, was der von mir möchte und was er wichtig findet in diesen Büchern, habe dadurch in der Klausur eine 1 geschrieben. Nicht, weil ich irgendwas interpretiert habe, was ich denke, was da drin steht, sondern weil ich einfach nur aufgeschrieben habe, was ich denke, was er von mir hören will. Und ich habe dafür eine 1 bekommen. Das sagt doch alles. Ich meine, ich habe nicht selber gedacht. Ich habe nicht selber über das Stück nachgedacht, das ich gelesen habe, was es aussagen will. Ich habe mir einfach nur gemerkt, was der Lehrer von mir hören will. Und das habe ich hingeschrieben. Und das bedeutet doch nicht, dass ich intellektuell besser bin als die anderen. Im Gegenteil, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur auswendig gelernt und dafür eine 1 bekommen. Und das, finde ich, macht den ganzen Spaß am Lesen kaputt. Ich finde nicht mal das Buch schlecht, für das ich eine 1 bekommen habe. Das war der Kreidekreis von Bertolt Brecht. Ich finde das Stück relativ interessant und ich finde, es hat auch sehr viele Implikationen. Aber ich habe halt damals nicht darüber nachgedacht, weil ich es nicht musste. Ich musste einfach nur aufschreiben, was der Lehrer von mir hören will und habe damit eine gute Note bekommen. Und das ist doch nicht der Sinn der Sache, oder? Ich meine, bringt es den jungen Leuten was? Haben die dadurch mehr Lust zu lesen? Ich würde sogar sagen, nein. Man verprellt eher junge Leser dadurch, dass sie sowas lesen müssen und sowas tun müssen. Und dann haben die halt irgendwann gar keine Lust mehr, Bücher zu lesen. Ich würde sogar sagen, dass es bei mir dasselbe war. Ich habe in meiner Kindheit, in der Grundschulalter, als ich angefangen habe, lesen zu können, gerne gelesen, Kinderbücher ganz viel. Und dann, als ich auf die Realschule gekommen bin, 5. Klasse und so, wo es dann anfing mit, wir lesen Shakespeare, vorher haben wir auch, was weiß ich, Goethe oder sonst was gelesen, ist mein Lesevergnügen ganz schnell in den Keller geschossen, weil ich als junge Leserin ja sehr lange in diesen Büchern gelesen habe, weil ich sie nicht verstanden habe und dadurch natürlich weniger Lust gehabt hatte, zum Spaß andere Bücher zu lesen. Und meine Leselust ist erst wieder hochgekommen, als ich erwachsener geworden bin mit 16, 17, 18 und sowas wie Twilight kam, was einfach zu lesen war und was mich begeistern konnte und wo ich nicht sehr stark drüber nachdenken konnte oder musste zu dem Zeitpunkt. War ich noch in der Schule, da habe ich gerade Abitur, glaube ich, gemacht, wo ich Twilight gelesen habe. Da musste ich natürlich auch immer noch sehr viel für die Schule lesen. Aber dadurch, dass ich älter war und schneller gelesen habe, ist das natürlich gar kein Verhältnis gewesen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das sagen würde, dass man durch die Schule und die Lektüren, die man in der Schule gelesen hat, weniger Lust hatte, überhaupt zu lesen. Und ich glaube, zu der Zeit haben auch ganz viele Schüler einfach die Lust verloren zu lesen. Und wenn man glücklich ist,
so wie ich zähle mich zumindest glücklich, findet man irgendwann das Lesen wieder und entfacht die Leidenschaft neu. Aber ich würde auch sagen, dass es bestimmt genauso viele Leute gibt, die das nicht wiederentdeckt haben und die das für immer verloren haben, diese Lust zu lesen, wegen der Schule. Was ich ein bisschen traurig und schade finde. Bin ich da die Einzige? Wie seht ihr das ganze Thema? Glaubt ihr, Schule hilft? Ist es gut, wenn man Weltliteratur in der Schule durchnimmt, was ich auch finde? Keine Frage. Aber ich finde halt den Umgang damit vielleicht nicht ideal. Wie seht ihr das? Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Ist es vielleicht beim letzten Diskussionsvideo bei manchen falsch angekommen, die halt kein Abonnent von mir sind? Diese Videos sind extra Diskussionsvideos. Ich sage hier nur meine Meinung und ich möchte eure Meinung wissen. Und wir können dann gerne darüber diskutieren. Ich stehe nicht hier und sage so und so und so ist es und nicht anders. Dafür sind die Diskussionsvideos nicht da. Die sind halt dafür da, um eine Meinung von vielen darzustellen und um zu fragen, wie ihr das so seht und um diese Debatte vielleicht mal voranzutreiben und zu gucken, was andere Leute so denken. Also schreibt mir gerne und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.